Klo reinigen. Wollen wir? Ja. Schau mal hier. Ja, genau. Okay, Jungs, dann. Habt ihr einen Vorschlag? Ja, vorne. Ich habe einen Vorschlag. Hier? Weil ich weiß, wo er liegt. Wo? Hier. Da? Hier. Hier? Mhm. Also hier. Ja? So machen. Ich habe auch noch kleine Sträußchen mitgebracht, weil ich nicht persönlich da sein konnte und eine Karte geschrieben habe. Kommt das Blümchen noch hinterher, alter Junge. Ja. Ich werde dich in guter Erinnerung behalten. Ja, war eine schöne Zeit. Dann hast du noch ein richtiger Aktiv ging das ja bei mir los. So einig, kann ich mich noch erinnern, war das so 73 oder so? Das war 9. Klasse, glaube ich, ne? Ja. Das war, glaube ich, so 9. Klasse. 74 bin ich zum Bund, also muss das 73 Bund. Du bist jetzt der Erste gekommen zu uns. Die Ecke ist erst gekommen, der wurde rein in die Lehre rein. Also, nee, 72 war ja 10. Klasse. Das muss ja schon 71 oder 70 gewesen sein. Weil ich habe mir die Gitarre gekauft, da war ich in der 8. Klasse. Dann habe ich ein bisschen rumgeklimpert, so ein paar Griffe. Und dann trafen wir uns mal über die GST, weil doch dein Bruder bei der GST gefahren ist. Und dann kamen wir in Kontakt und dann hast du erzählt, du klimperst hier auf dem Schlagzeug rum und mit ein paar Leuten und so, und dann komm mal her. Und dann bin ich dann dazugekommen und das muss, glaube ich, so Anfang 9. Klasse gewesen sein. Dann haben wir in der Schule hier geübt. So, ja, genau. Und Hexe hat noch gesungen, glaube ich, so. Und dann war hier mal so Schulfest und sowas alles. Und dann kam Bürgermeister Wulff, der hat uns da noch die Anlage besorgt. Weißt du noch, die Anlage besorgt? Ja. Na? Ja, 1972 haben wir dann die Einstufung gemacht, mit dem wir mit dem Trecker hingefahren, glaube ich. Ja. Die Krübelin, kein Auto hatten. Die Krübelin. Im Kulturhaus. Ja. Das war 72 schon? Das muss 72, 73 irgendwo sein. Ja, das stimmt. Das war 10. Klasse. Und dann? Mit 72 sind wir in eine Lehre gekommen. Ja. Und da habe ich aufgehört, der 72. Ja, genau. Ecke gekommen, ja. Und 72 war dann mein 10. Klasse Abschluss in Bad Doberan, oben auf dem Buchenberg. Da sind wir dann in dieses Terrassencafé eingerückt, da hatte hier die Band Klaus Zumack noch gespielt, Hans Zumack. Und dann hatte ich ihm vorher gesagt, der wohnte bei mir unten im Haus, ich sage, Hans, da kommen meine Jungs mal vorbei und wir spielen wir da mal. Dann macht ihr in der Pause und wir spielen. Dann sind wir doch alle eingerückt und die haben alle gestaunt, dass wir da Musik gemacht haben. Die wussten überhaupt nichts davon. Ja, na gut, das war noch Zeit. Ja. Und als dann, ich glaube, Reini, du bist denn zur Armee? Du bist dann zur Armee und Harry, glaube ich, auch. Oder wie war das? Also und dann haben wir noch ein Foto gemacht, dann war eine Münde, weißt du noch? Dann kam Harry. Einer ist zu Hause geblieben, der war da. Nee, ich war dabei. Wer war das? Harry. Klaus Wieder war nicht dabei. Doch, wir drei. Quatsch. Doch, zur Armee war er auch. Oder? Ach so, zur Armee, aber bei dem Foto waren wir drei und Harry dabei. Wir haben alle 3 Jahre auch gemacht. Und Klaus Wieder war noch dabei. Ja, wir hatten ja damals noch Träume. Da haben wir doch gesagt, wir lassen uns alle zur selben Einheit ziehen.